Ja, da. Und eine Zeit lang bliebst du bei ihr. Kannst du Aufgaben machen, nebenbei? Noch Kontakt zu unseren Freunden auf Lady Esterlys Anwesen? Morgen Abend werden verschiedene Barden für sie spielen. Wir werden also schon bald Namen haben. Bemühungen war altes an euch. Ja, gereicht. Weißer Herrgott. Ach, bloß. Kommandant Cullen. Ja, und alle vorbei. Und macht als Zeichen meines Dankes sende ich eure Truppen für weltliche Waffen und Ausrüstung. Sag mir den Valor-Kap. Da. Ja. Du ist zurück, sah aus, als wären sie aus dem Maul. Einige der anderen auch zurück. Meisten verwundet. Alle wütend, aber lebendig. Lebendig ist wichtig. Sagen sie wurden von Soldaten mit Augenrüstung aus dem Körper eines Adligen befreit. Setze das Verdanken euch. Urukaha. Ukraka. Schön, dass ihr noch lebt. PPS, wir wurden immer noch nicht bezahlt. Gefällt mir. Okay. Wahrheit, der Kaiser. Wo die Jenny sagt, geben oder nicht. Erwählten. Hoch hier. Immer geladen. Eines Adligen. Ruhig und Konzentration. Herold, eure Inquisition sagt, stünde für Ordnung im Chaos, Luft in der Dunkelheit. Wenn ihr dazu steht, trittet vor und vertreibt die Ketzer aus meinem Land. Sagen sie seien Flüchtlinge, doch ich habe Elfen und Abtrünnige unter ihnen gesehen. Dreckige Wilde, die unseren Wurzeln zerren. Unser Monarch weigert sich Armeen zu entsenden und meine eigene Ritterschaft wurde beim Konklave schwer gebeutelt. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen, den Frieden mein Land zu wahren. Beweist eure Loyalität und ich werde euch für euren Glaube reich belohnen. Lobt das Licht, Lord Kiltron von Völden. Ilana, wir könnten unsere Tobsucht zu Nutzen machen. Ich belohne die uns zu gewinnen. Wir könnten ein paar Patrouillen schicken, allerdings wäre es mir, wir würden die Linge helfen. Ah ja, Lord Kiltron, ein großer Selbst unter das Gleiche. Gehen wir höflich ab und wissen es dabei. Okay, was machen wir jetzt? Können die besten. Dann wollen wir doch mal sehen. Öl von an. Der Prophet. Hat er schon gemacht.
Wolf von Andraste, vor der fünften Verderbnis der Ankunft des Helden von Feldenwar Haven, Listen besetzt, die einen Drachen verliehen. Glaubten, er sei die Wiedergeburt Andrastes. Sowohl die Kultisten als auch der Drache waren längst tot, als die Kirche kam. Asche zu. Doch vielleicht gibt es in den Bergen noch unendliche Dinge in den Regionen zu finden. Eine gezielte Suche. Ich weiß nicht, was wir in diesen Gängen finden werden, aber wir haben genug Soldaten für eine Suche. Machen wir uns an die Arbeit? Mal rüber nach oben. Kommt der Inquisitor. Ein Brief an Vivien liegt geöffnet auf dem Tisch. Eine Notiz wurde ergänzt. Josephine, Liebste, ihr werdet euch darum kümmern. Meine liebste Vivien, könnt die schockierende Anschuldigung gegen die wir noch nicht haben. Sonst hättet ihr euch gewiss niemals mit diesen Leuten gezeigt. Erlaubt mir als eure Freundin, euch die Augen zu öffnen. Es heißt, dass die göttliche Justina tatsächlich am Leben ist und die Inquisition ihre engsten Vertrauten und Treuesten, die dieses Chaos auf ihren Befehl hin inszeniert hat. Das ist Surin Pendergast und Schwester Nachtigall waren, die das Konklave sabotiert haben, um Rivalinnen innerhalb der Kirche und Magier stand und den Templern mit einem Streich die Köpfe abzutrennen. Um euren eigenen Ruf zu retten, müsst ihr diese Verbindung zu tiefster Sorge Hugh Thomas erlödet Elodie de Moray. Frauen, die unterstützen der Adligen, um gegen dieses Gerücht vorzugehen. Ich kann einige. Wir stehen euch zu Diensten. Abgeschlossen. Da können wir hinreisen. Vielleicht war es mal letzt. Ja. Bump. Denke. Mir wen sprechen von einer Macht, die es Welt erhoben hat. Und flüstern sie. Das war ein Sturmbulle. Im Verwalten gab es seit Angriff des Angriffs der Dunkelblut auf Amarefi vor 10 Jahren keine nennenswerte Aktivität in der Kraut. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich der Orden in erbnisfreien Zeiten aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Allerdings gibt es Berichte, dass einige Wächter an der Nordküste gesehen wurden. Wächter verfolgen für Ziele. Aber die Presse hat zweifellos ihre Aufmerksamkeit erregt, wenn sie etwas wissen sollte, die würden davon erfahren. Wächter sind öffentlich, aber nicht unauffindbar, wenn sie umküsst, Spuren hinterlassen haben. Sturmküste erkunden. Westerliana, Leutnant Herr Harding hat einen kleinen Trupp Soldaten zur Sturmküste geführt. Dort angebliche Wächteraktivitäten nachzugehen. Der Trupp hat unweit der Küste sein Lager aufgeschlagen. Dem haben wir nichts mehr gehört. Wir wissen also nicht, wie es Harding oder die Welt ist. Weiterziehen. Die. Einfach nur mal gucken, wie so gesprächsthemamäßig funktioniert. Oder wie mir das Team gefällt.
kurz was trinken. Das ist eine Hütte, als ein Schott im. Das geht auf den Auge zu einer. Oder es fangen sie, wo es einer. Ausfahren ließ. Graue Kreaturen sind unterlegen, weiße gleichwertigen Geld. Oder in. Was ist halt. Vergessen. Okay. Gardist. Ein Novize hält sein Schwert für endwichtig und will mit dem Schild nur die Farben bei mir zeigen. Hier wird er zwar von allen belächelt, aber erfahrene Schüler ist nicht viel klüger, wenn er seinen Schild für ein Zeichen des Erbauers hält, dass er nicht fallen kann. Krieger, der die Schlacht mit einem beschädigten Schild verlässt, kann für seine Tapferkeit gerühmt werden. Ein Krieger, dessen Schild kaum Spuren aufweist, sollte für sein gerühmt werden. Es nicht, dass jeder Schild in seiner Form gehämmert wurde, diese Form durch Hämmern auch wieder verlieren kann. Sogar ein Schlag ging es weiter. Also in der kurzen Zeit, das liest. Extrem alles. Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Danke für den Bericht, Harding. Keine Ursache. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Wenn sie mit Helm, kann man das irgendwie alles einstellen? Wir wählen Helm. Sein war kein Helm. Die haben immer mit. Angst, dass du in deinem Schutzpunkt Belohnung in Form von deutlich ab. So. Tödliche Kampf gegen ein Stützpunkt Belohnung in Form von Warnung. In seltenen Fällen können Prüfungen zu einer Halten von Gegnern oder Gegnern führen. In der GR. Du erlernst jeglichen Fokus, wenn du das oder in ein Lager reist. Prüfungen.
Indem du Prüfungen aktivierst, erhöhst du die Herausforderung. Darstellt. Du bist dafür aber auch einzigartiger. Auf Augenhöhe. Die Feinde der Inquisition können eben auf neue Fähigkeiten. Sämtliche Heiltränke stellen nur ein Gesundheit wieder her. Alles klar. Wo ist denn du verlässlichen Fokus? Schwarzlage. Ganz langsam. Du hältst nur dazu. Wetterfreude. Negative Wetterfreude auf deine Entscheidung gewichtet. Ich im Kampf gegen Bären schon immer schwer getan. Mach dich auf etwas gefallen. So. Ja. Das ist eine gute Idee, war. Bei ihr sieht das gut aus. Bei Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Die denn gegen schon binnen ist. Bloß ja, bloß eine Bemalung dran. Hatten wir eigentlich. Ist Leitorte noch, ja. Schon mal gut. Noch ein Schiff und ein Pferd. Ah. Toll. Lohnt sich, ne? Und nämlich nicht suchen. Holen den Stuhl und gehen dann zurück nach Kirkwall. Nee, doch. Kirkwall. Eben. Ande. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ich will erstmal mein Team haben. Edward, denke ich mal. Das beste ne, unbedingt um gutes lustiges Team zu haben, die auch manchmal ein paar Schatze mitmachen und blöde Leid, dass wir halt immer ein bisschen Witz haben. Wäre zu finden, muss ich sagen, alles. Oder? Nicht vor.
Dort hinten. Hier auf die Idee hätte ich sehr schnell gekommen. Na gut. Wir sind hier und da. Nur Feiglinge verkriechen sich. Ja, genau. Den ich auch mal sagen. Zack, komm her. Das ist ja noch. Sturmbullen, das war's. Krem, wie sieht's aus? 5 oder 6 verwundete, Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Heilige Scheiße, es ist also wahr. Oh, die Kirche muss euch lieben. Ein Kunari-Söldner ist der Herold Andrastes. Wer hätte das gedacht? Schöne Dan, Stan. Lasst uns möglichst nicht auf Kunari reden. Das macht die Jungs nervös. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Cremisius Eclasi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass ihn noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Krem. Schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also... Ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Die Sturmbullen scheinen eine erstklassige Truppe zu sein. Ja, das sind sie. Aber ihr bekommt ja nicht nur die Jungs, ihr bekommt auch mich. Wenn ihr an vorderster Front einen Leibwächter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Je größer, desto besser. Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich, kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je vom Benners Rat gehört? Meine Eltern haben mir von den Benners Rat erzählt. Sie sind die Vollstrecker der Kunari und ihre Spione. Ja, genau. Das sind sie. Oder, nun ja, das sind wir. Die Benners Rat sind wegen der Bresche besorgt. Derart unkontrollierte Magie könnte überall zu Problemen führen. Ich habe den Auftrag, mich der Inquisition anzuschließen, nahe an die Befehlshabenden heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken. Aber ich erhalte auch Berichte vom Benners Rat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. Ihr seid also ein Spion der Kunari und... Erzählt mir das.
Was auch immer bei diesem Konklave-Ding geschehen ist, ist übel. Irgendjemand muss diese Bresche schließen. Was ich also auch sein mag, ich bin auf eurer Seite. Ihr hättet trotzdem geheim halten können, was ihr seid. Vor etwas, das die Inquisition heißt? Früher oder später wäre ich aufgeflogen. Es ist besser, wenn ihr es gleich von mir erfahrt. Was würde in diesen Berichten an eure Leute stehen? Genug, um meine Vorgesetzten zufriedenzustellen. Aber nichts, was eure Unternehmungen gefährden würde. Die Kunari wollen wissen, ob sie eine Invasion starten müssen, um zu verhindern, dass die ganze verdammte Welt auseinanderbricht. Ihr gestattet mir, über das, was ihr tut, zu berichten. Und ich sorge dafür, dass ein paar Leute beruhigt sind. So profitieren letztlich alle. Was steht in diesen Berichten der Ben Azrat, die ihr mit uns teilen würdet? Informationen über Feindbewegungen, verdächtige Aktivitäten, faszinierende Gerüchte, alles Mögliche eben. Für sich allein genommen sind sie nicht viel wert. Falls eure Meisterspionin aber nicht gänzlich unfähig ist, werden sie ihr äußerst nützlich sein. Woher wisst ihr, dass sie eine Frau ist? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Außerdem hatte ich schon immer eine Schwäche für Rothaarige. In Ordnung, ihr seid dabei. Sehr schön. Krem, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tevinter, oder? Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in Haven. Wir sind jetzt ewig zurück nach Haven. Ich möchte, wie gesagt, erstmal das ganze Team rekrutieren. Frage ist... Bekackt. Tut mir leid, um... Frau hier. Okay, ich sage aber erstmal hier... Tschö! Bitte!